willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Nachher hören wir ein wunderbares Zeugnis, wo eine Frau berichtet, dass sie nach einem Gottesdienst keine Prothese mehr brauchte. Gott wirkt auch heute noch in vielfältiger Weise. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen und heute habe ich das Thema Gottes Navigationssystem. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gottes Navigationssystem. Es gibt so viele Navigationssysteme und auch ich habe einige auf meinem Handy und so viele oder so unterschiedlich, wie die auch sind, man kommt an der gleichen Stelle an, aber manchmal in anderen Wegen. Und man kann sich auch das Navigationssystem heraussuchen. Aber in der Bibel steht eins drin, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das Navigationssystem, der Heilige Geist, wie es in der Bibel heißt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Ja, auf dieser Erde gibt es nicht nur die Navigationssysteme für die Straßen, sondern auch für so viele Lebensfragen, fürs Kochen und so weiter. Es gibt überall Anleitungen, auch für unser Leben. Der eine so, der andere so. Ich sag dir, das Wahre ist für unser Leben die Leitung des Heiligen Geistes. Und es gibt so viele Ablenkungen, Störprogramme, so Abkürzungen. Ja, tu doch nicht da, sondern ich weiß, wie es geht und ganz schnell und mach das so. Und das ist, wie es so heißt, todsichere Lösung. Ja, manchmal sogar wirklich todsicher. Aber auch wenn es nur im übertragenen Sinn ist, ich sag dir, das richtige Navigationssystem für dein Leben ist der Heilige Geist. Und das ist, dass all das andere schreit so laut. Und wir gehen ganz, wenn ich mal Zeit habe, ja, am Sonntag lasse ich mich vom Geist Gottes leiten. Ja, ich weiß ja, aber ich habe keine Zeit. Ja, ich sag dir mal eines, wenn du Taucher bist oder wärst und würdest sagen, ich habe keine Zeit zum die Flaschen füllen, ich gehe mit einer halben Flasche da runter oder da ist bestimmt noch genügend drin, das ist lebensgefährlich. Ich sag dir auch, für dein geistliches Leben und auch für dein Leben hier auf dieser Erde ist es genauso gefährlich, wenn du ohne den Heiligen Geist unterwegs bist. Er ist das Navigationssystem deines Lebens. Ich danke dir, Herr, lass uns wirklich begreifen, dass all das, was so laut schreit in dieser Welt und wie rechts und links und da besser und dort das und da jenes und das ist cool, Herr, dass wir wirklich nicht vergessen, unser Leben nach dir auszurichten. Herr, ich danke dir dafür. Herr, es heißt auch in der Bibel, welche der Geist leitet, sind Kinder Gottes. Und danke, das wollen wir sein. Amen. Amen. Gott erhört Gebet und deshalb wollen wir beten für Menschen, die uns ihr Anliegen geschrieben haben. Und eine Frau bittet um Heilung ihrer Ehe. Sie schreibt, meine Ehe braucht dringend Gebet. Mein Mann und ich streiten. Er sagt viele verletzende Dinge. Er beleidigt mich. Er möchte sich scheiden lassen und wir haben zwei Kinder. Wir brauchen dringend Heilung. Jesus, und du kennst diese Ehe, die so dringend Heilung braucht. Und ich danke dir, dass du den Streit in Frieden verwandelst, dass du ihnen begegnest und dass sich die Situation total verändert. Danke, Jesus, dass Frieden hineinkommt, dass eine andere Perspektive hineinkommt, dass diese negativen Gedanken ins Positive verändert werden. Und ich danke dir, dass auch Vergebung geschieht. Danke, Jesus, dass du diese Verletzungen heilst, die da einander zugefügt wurden. Danke, Jesus. Du bist der Herr jeder Ehe und wir danken dir, dass du da eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen für ihren Vater schreibt uns eine Tochter. Liebes Gebetsteam, bitte betet für meinen lieben Vater, der einen Tumor in der Lunge hat. Aktuell wird er bestrahlt. Bitte betet, dass mein Vater nach der Strahlentherapie vollständig geheilt ist und alles gut übersteht. Danke für eure Gebete.
Und Jesus, du kennst auch diesen lieben Vater, wo die Tochter bittet und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dieser Tumor in der Lunge verschwindet, dass diese Zellen austrocknen und nicht mehr gefunden werden. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft stärker ist wie jeder Tumor. Und ich danke dir auch für jede andere Person, die einen Tumor hat, dass du sie berührst. Danke, dass jede Zelle jedes Tumors, egal wie er heißt, eintrocknen. Danke, Jesus, dass du jeden Tumor mit ans Kreuz genommen hast und dass du stärker bist wie jeder Tumor, egal wie er aussieht. Danke, Jesus, und ganz besonders für diesen Vater. Danke, dass du ihn berührst gerade jetzt, dass dieser Tumor in der Lunge verschwindet, dass diese Lunge wieder sauber ist und dass diese Lunge wieder richtig gut funktioniert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du eines hast. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau leidet unter starken Depressionen und schreibt dieses Gebetsanliegen. Ich leide unter chronischen starken Depressionen. Im Moment ist völlig unklar, wie man mich weiter behandeln soll, da schon so viel versucht worden ist. Ich kann mich nur völlig auf den Herrn werfen und ihn um Befreiung anflehen. Auch möchte ich zu einer neuen, innigeren Beziehung mit Jesus finden. Oh, danke, Herr. Du hast dieses ganze Gebetsanliegen gehört und kennst auch die Person. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du auch Depressionen mit ans Kreuz genommen hast. Und Herr, für diese Krankheit, Herr, die so falsche Dinge vor Augen führt und das Ganze so groß und mächtig ist, dass so viel Angst und Furcht entsteht. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du der Sieger bist, dass auch dieser Person zeigst, Herr, deine Größe, deine Möglichkeiten, Herr, deine Liebe und Herr, deine Geborgenheit. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, dass du der Befreier bist. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Und Herr, zeig ihr auch, Herr, dass die Beziehung zu dir der Schlüssel ist, Herr, ganz, ganz nah bei dir zu sein. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein Ehepaar schreibt uns ihre große Not und bittet um Gebetsunterstützung. Liebes Missionswerkteam, seit Silvester haben wir große Herausforderungen und sind daher sehr dankbar für eure Gebetsunterstützung. Wegen Schimmel in der Wohnung brauchen wir bald eine geeignete, bezahlbare Wohnung. Der Vermieter behauptet, wir seien schuld und müssten die ganze Sanierung und weitere Kosten bezahlen. Bestehende Schulden erschweren die Sache und so hoffen wir auf Wunder. Die gesundheitlichen Probleme meiner lieben Frau sind wieder größer geworden. Sie hat massive Herzprobleme und Gleichgewichtsstörungen. Ihr fehlt momentan die Kraft, wie gewohnt selber zu beten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Oh Herr, du siehst diese Not. Du siehst, Herr, dieses große Loch, wo die Leute reinschauen, wo sie keine Hoffnung irgendwo sehen, Herr, aber du bist die Hoffnung. Und Herr, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, Herr, mit all diesen Dingen, Herr, und wo sie beschuldigt werden, Herr, und all diese Dinge, die dann auch aufs Herz und auf die Gesundheit schlagen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Sei du die Lösung in dieser Situation, Herr, dass wieder Freude hineinkommt, dass wieder neue Kraft wachsen kann, Herr, weil Probleme gelöst sind. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir dich das bitten dürfen in Jesu Namen. Löse dieses Problem. Amen. Amen. Und wie vorher schon angekündigt, eine Frau schreibt aus der Schweiz, dass sie nach dem Gottesdienst keine Prothese mehr brauchte. Am rechten Knie wurde ich im April 2021 operiert. Leider gab es Probleme nach der OP. Heute ist alles wieder gut. Da ich auch am linken Knie ähnliche Symptome hatte, sollte ich ebenfalls operiert werden. Im Oktober letzten Jahres traf ich euch beim Gottesdienst in Zofingen. Damals trug ich eine Prothese. Während der Gebetszeit mit den Heilungszusagen erhielt ich die Überzeugung, dass die Heilung des Knies in Anspruch nehmen solle. Mit Erfolg. Halleluja. Der Herr hat eingegriffen. Seit diesem Tag ist das Knie heil und ich brauche die Prothese nicht mehr.
Noch einmal herzlichen Dank für euren Dienst in Zofingen. Ist das nicht wunderbar, wenn man keine Prothese mehr braucht? Gott schenkt schnelle Heilung. Eine Frau bat für ihre Mutter um Gebet. Das ist das nächste Zeugnis. Vor einiger Zeit bat ich euch um Gebetsunterstützung für meine Mutter. Sie bekam eine neue Hüfte einoperiert. Bereits nach 2 Tagen konnte sie wieder gehen. Das kann nur Gott so perfekt machen. Halleluja. Ich kann nur staunen und bin so dankbar. Jesus gebührt alle Ehre und danke für eure Gebete. Auch bezüglich meiner Wohnung habe ich Hilfe bekommen. Gott ist so gut. Ja, das ist wahr. Und Gott erhört Gebet, dass sogar die Ärzte überrascht sind. So schreibt jemand. Ich möchte mich von ganzem Herzen für Ihre Gebetsunterstützung und Ermutigung bedanken. Vor 3 Monaten hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall und es war die Rede von einer Operation. Nun hat sich alles so gut entwickelt, dass sogar die Ärzte positiv überrascht waren. Dank dem Herrn und danke für Ihre Unterstützung. Ja, Gott ist gut und er tut Wunder. Ja, das gefällt mir sehr gut, wenn die Ärzte überrascht sind, dass irgendetwas passiert, dass eine Heilung passiert, wo keiner irgendwo was dazu kann. Danke, Herr, können wir da nur sagen. Und möchtest du auch Danke sagen, indem du uns deine Gebetserhörung wissen lässt? Wir würden sie gerne, gerne vorlesen. Ja, Navigationssysteme, ich sage dir, wo sind deine Prioritäten? Welches Navigationssystem nimmst du, um ans Ziel zu kommen? Man muss auch das Ziel kennen, um einen Weg zu finden. Und das ist wichtig. Überlege dir mal, was sind deine Prioritäten, die du neu setzen möchtest? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, bald ist Ostern. Und jedes Jahr an Ostern, am Karfreitag, haben wir Gebetsnacht. Und wir haben wieder die Gebetsnacht wieder am Tag um 13 Uhr. Melde dich auf unserer Webseite an. Du kannst dich dort kostenlos anmelden. Und komm einfach vorbei. Erlebe mit uns diesen wunderbaren Tag. Und wir verabschieden uns von dir und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.